Katrin Kartolnik. Ich habe die Assault Handy Company 1994 gegründet. Wir sind eigentlich ursprünglich mehr so ein Straßentanztheater in Anführungsstrichen gewesen. Also wir waren im Haus der Jugend unter ganz spartanischen Bedingungen und haben uns dann so ein bisschen vom grünen Spind und dem Radiorekorder in der Ecke so ein bisschen hochgearbeitet in Anführungsstrichen. Eigentlich bin ich Übersetzerin, das heißt, ich habe sehr viel im Büro arbeiten müssen und das war eigentlich auch gar nicht mein Ding und habe abends immer mit der Truppe trainiert, dreimal die Woche. Und dann habe ich gedacht, ich wage den Sprung und mache das dann komplett zu meinem Beruf. Also ich habe natürlich auch eine klassische Ballettausbildung, aber alles, was dann drüber hinausging, das ist ja nur ein ganz kleiner Baustein. Das habe ich aus Workshops, aber im Grunde autodidaktisch erarbeitet. Assault Handy kommt aus dem Lateinischen, heißt die Kunst des Tanzens. Salto heißt ja auch, ich springe. Das Tanzen springen ist also grob gefasst. Also Modern Dance ist immer so Schwerpunkt, ist unser Lieblingstanzstil. Der macht am meisten Spaß, weil er so einen Bewegungsfluss hat. Akrobatik ist ein ganz großes Standbein von Assault Handy. Das wird auch gesondert trainiert. Hier zum Beispiel in meinen Räumlichkeiten, die sind nur die Deckenhöhe über 4 Meter, reicht das nicht. Also die Akrobaten sind ausgezogen, weil die sich zu dritt übereinander stapeln. Stepptanz ist nochmal so ein besonderes Gebiet und ja, im Schauspielbereich versuchen wir uns ein bisschen zu etablieren. Männer nehmen wir immer, egal, ohne Vorkenntnisse. Bei den Frauen, die merken es selbst. Also es wäre schon wichtiger oder sinnvoller, sich so ein bisschen erst ranzutasten und dann erstmal die Grundlagen zu erlernen, bevor man gleich in der Company einsteigt. Aber dafür gibt es ja eben auch jetzt die Tanzschule als zweites Standbein, wo das Ganze im Alter von 3 Jahren begonnen werden kann oder wo auch jeder Teenager noch einsteigen kann. Und dann gibt es die Chance halt dann, da mitzumachen bei der Company. Thank you.
somebody.